In diesem Video erklären wir, worum es bei der Wortbildung geht und wie die Derivation und die Komposition funktionieren. Die Wortbildung ist ein Verfahren zur Bildung neuer, komplexer Wörter aus bereits vorhandenen sprachlichen Mitteln. Zwei Wortbildungsarten sind binär. Bei der Komposition werden zwei wortfähige unmittelbare Konstituenten zusammengesetzt. Bei der Derivation eine wortfähige plus eine nicht wortfähige. Beginnen wir mit der Derivation. Bei dieser Wortbildungsart unterscheidet man eine explizite und eine implizite Form. Die explizite Derivation funktioniert, indem an ein Basismorphem ein Präfix, Suffix oder Zirkumfix also ein Wortbildungsmorphem angehangen wird. Am Beispiel Präfixbildung, Ausrede, Suffixbildung, Redlich, Zirkumfixbildung, Gerede. Eine Sonderform bildet die Zusammenbildung, bei der nach der Segmentierung klar wird, dass das Wort aus einer Wortgruppe gebildet wurde. Das Wort Liebhaber kommt zum Beispiel direkt von der Wortgruppe jemanden liebhaben. Eine weitere Besonderheit ist die Affixoidbildung. Hier werden ursprünglich freie lexikalische Morpheme als Affix verwendet, zum Beispiel in Affenhitze. Das Wort affe steht hier nicht mehr für ein Tier, sondern dient als Präfix, als Verstärkung des Morphems Hitze. Die implizite Ableitung. Diese Wortbildung funktioniert durch einen Ablaut im Verbstamm. Die Änderung des Stammvokals lässt sich sprachgeschichtlich durch die Flexion der Verben erklären. Deshalb bezeichnet man diese Wortbildungsart auch als deverbal. Allerdings ist das heute nicht mehr an jedem Verb zu erkennen. So wird zum Beispiel aus Genießen Genuss. Die Komposition. Bei der Komposition werden zwei oder mehrere freie lexikalische und/oder freie grammatische Morpheme zusammengefügt. Die einzelnen Bestandteile nennt man unmittelbare Konstituenten, abgekürzt mit UK. Zwischen die einzelnen UKs werden häufig Fugenelemente gesetzt. In unserem Beispiel haben wir die freien Morpheme Hund und Hütte, was zusammengesetzt zu Hundehütte wird, also Hütte des Hundes. Man unterscheidet mehrere Arten der Komposition. Das Determinativkompositum. Hier bestimmt die erste UK die zweite. Sonnenschein ist der Lichtschein der Sonne. Also ist Sonne erste UK Bestimmungswort und Schein zweite UK Grundwort. Das Possessivkompositum wird manchmal auch als exozentrisches Kompositum bezeichnet. Ähnlich wie beim Determinativkompositum bestimmt eine UK die andere näher. Das kann man aber nicht sofort am Wort ablesen. Das bedeutet, dass das neue Wort in seiner Gesamtbedeutung nicht aus den Einzelbedeutungen abzulesen ist. Zum Beispiel das Rotkehlchen. Zwar hat dieser Vogel eine rote Kehle, aber am Wort kann die Gattung nicht ohne Vorwissen abgelesen werden. Beim Kopulativkompositum sind beide UK gleichberechtigt. Dabei kann eine weder noch Bedeutung entstehen, wie zum Beispiel bei Strumpfhose. Es könnte auch Hosenstrumpf heißen und würde grundlegend nichts an der Bedeutung ändern. Anders als bei unserem Beispiel Hundehütte. Hier sind die Konstituenten nicht vertauschbar, ohne dass sich die Bedeutung ändert. Sonst hätten wir einen Hüttenhund. Oder eine sowohl als auch Bedeutung, wie bei Süß Sauer.